Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil meines großen Lion-Interviews. Diesmal wird er seine ganz geheimen Boyband-Pläne verraten. Dann wird er uns noch sagen, warum denn die Gang, die 2016 ja ohne ihn auf Tour ist, für ihn eigentlich so gut wie tot ist und wie YouTube sein Leben verändert hat. Viel Spaß damit. Ich habe auf deinem Instagram gesehen, du hast so ein Foto gepostet mit deinen Jungs und das war so ein bisschen so Boyband-mäßig. Könntet ihr euch das vorstellen, dass ihr mal zusammen auch so ein Projekt macht? Ich habe denen gesagt, ich finde das cool, auf jeden Fall, aber Robert meinte auch so, nee, das sind verschiedene Musik-Dings. Aber warum nicht, Alter? Wie cool wäre das, wenn Jona die Hooks macht und ich und Tizo und Kai wir rappen? Deutschsprachig oder Englisch? Deutsch. Ich finde es auch geil. Also ich hätte Bock drauf, die anderen weiß ich nicht, haben wahrscheinlich keinen Bock drauf. Kümmern sich erstmal um ihren eigenen Kram, aber ich wäre da direkt bei so. Also ein Song könnte man nochmal probieren. Gucken, was die Zeit bringt. Ich finde das mega cool. So die, ich meine, wir sind alle so verschiedene Charaktere. Der Blonde, der Tison, der Hübsche, Jona, der Sänger, der Hübsche und ich, der Verrückte. Das einfach passt einfach so. Voll. Also ich würde es feiern. Ich würde es auch feiern, aber ich denke, das wird nichts. Leider. Seid ihr auch alle so dick befreundet eigentlich so richtig? Oder also macht ihr privat noch viel? Kai und ich, wir sind ja schon seit 5 Jahren Freunde? 6 mhm. Jahren, 2007 kennen wir uns. Privat mache ich schon öfters mal was mit den Jungs, aber nicht mehr so viel wie früher. Ich bin da eher immer mit Katrin so. Die machen halt viel miteinander, weil die halt auch viel Musik machen. Ich mache ja weniger Musik. Mhm. Und wir kennen uns halt so gut. Wenn ich Bock habe, feiern zu gehen, dann rufe ich Tison an, dann gehen wir feiern. Mhm. Aber ich mache jetzt nicht überschwänglich viel mit denen. Mhm. Ich bin eher immer so für mich alleine oder mit Katrin. Mhm. Mhm. Aber ich finde das cool generell, dass YouTuber immer so zusammenhalten und sich gegenseitig helfen. Ja, das war aber auch mal besser. So, ich kann mich noch erinnern an die Gangzeit, wo wir noch in Hamburg immer waren. Das war echt viel geiler. So. Also das ist auch echt alles so ein bisschen kaputt gegangen. Da bin ich auch ein bisschen traurig drüber. Aber woran liegt das denn? Was ist denn passiert? Ja, weil jeder irgendwie, das wurde ja alles so riesig so, ne? Und jeder ist jetzt irgendwie so groß und hat so viel Business, dass das irgendwie, keiner hat mehr Zeit. Oder keiner, ich weiß, es ist alles so groß geworden. So. Das sind auch so viele Sachen, mit denen man erstmal umgehen muss und so. Und jeder hat so seine eigenen Probleme. Und früher war das halt noch, wir waren dann halt alle in Hamburg zusammen, den ganzen Tag im Studio und so. Und wir haben einfach aus Fun Videos gemacht, so ohne irgendwelche Hintergedanken. So einfach nur, ja komm, jetzt, wir treffen uns, wir gehen essen, wir machen Videos. Heutzutage ist das alles so ein Business geworden. Das geht gar nicht mehr so einfach. Glaubst du, dass viele sich auch verändert haben und abgehoben sind so ein bisschen? Abgehoben würde ich jetzt nicht sagen, also auf jeden Fall nicht von den Leuten, die ich da kenne. Mhm. Obwohl, manchmal hat glaube ich, immer jeder so seinen kleinen Abheber. Aber verändert haben sich schon viele, also ja, so einige haben sich verändert. Weil bei dir habe ich so das Gefühl, dass du so total normal und cool geblieben bist, was ich extrem angenehm finde. Ja, schon, also ich habe mir nie irgendwie was drauf eingebildet. Weil ich es auch nicht als was Besonderes sehe. Natürlich ist es ein Riesenprivileg, sodass man machen kann, was man will. Mhm. Aber ich habe mich selber nie als irgendwas Krasses oder Besonderes gesehen oder irgendwas, was besser als andere ist. Mhm. Ich hab mich auch öfters so für meine Mitmenschen eingesetzt oder fand es halt cool, andere Leute zu sehen, wie sie es schaffen. Mhm. So. Finde ich super. Mhm. Aber sag mal, gibt es dann die Gang überhaupt noch so richtig? Man hat das Gefühl, es zerfällt gerade, ne? Ja, Gang, also dieses Gang-Ding so an sich, würde ich sagen, gibt es nicht mehr. Mhm. Beziehungsweise nicht mal die Urgesteine sind nicht mehr so zusammen wie vorher. Ja, ich würde schon sagen, das ist durch das Thema. Aber gab es einen Streit oder sowas? Nee, oder gar nicht. Es ist einfach nur so, einfach nur auseinandergelebt, nicht mehr miteinander abgehangen. Es hat damit angefangen, wo wir alle nach Köln gezogen sind, beziehungsweise Großteil nach Köln. War das alles so verstreut? Wir waren nicht mehr wirklich. Das Ding war, wenn wir in Hamburg waren, dann waren wir da. Und haben bei denen gepennt. Ich habe bei Sascha gepennt oder bei Dima. Melina hat im Studio gepennt und so weiter. Also wir waren immer auf einem Fleck. Und in Köln waren, der eine wohnt da in Ehrenfeld, der eine wohnt da. Ich wohne in Solingen. Dagi wohnt in Düsseldorf. So, das ist alles so, man hat nicht mehr diesen Ansporn, sich zu treffen. Also es hat sich halt irgendwie auseinandergelebt sozusagen. Ja, ne? Auch weil jeder irgendwie sein eigenes Ding macht und viel zu tun hat. Ich meine, so ein Dagi ist andauernd unterwegs. Dima kümmert sich ums Netzwerk. Melina ist auch andauernd unterwegs. So. Ich bin irgendwo oder andauernd unterwegs, war auf Tour alleine und so. Das ist halt, das hat sich komplett auseinandergelebt. Würdest du sagen, dass YouTube dein Leben komplett verändert hat? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ohne YouTube würde ich jetzt nicht hier sitzen und mit dir das Interview machen, denke ich mal. Vorteile sind natürlich, dass man selbstständig ist, dass man machen kann, was man will, dass man nicht gezwungen ist, irgendwie sich an irgendwas zu halten. Man kann einfach dem nachgeben, worauf man Lust hat.
Nachteile sind natürlich so, dass du beurteilt wirst, dass Gerüchte entstehen können, dass die dass die Leute ein falsches Bild von dir bekommen können, dass du bist ziemlich schnell angreifbar, wenn du in der Öffentlichkeit bist, und die Leute können mit dir auch großartig machen, was sie wollen, so gerade Medien. Mhm. Das ist, denke ich, so ein großer Minuspunkt in diesem Business. Fühlst du dich manchmal missverstanden so von der Öffentlichkeit? Was heißt Missverstand? Vielleicht nicht. Ich merke einfach nur, wie die Medien funktionieren und was sie benutzen, um Klicks und Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm. So. Und das enttäuscht mich halt schon. Oder ich finde es einfach nur dumm. Mhm. Und dieses Showbiz, das ist für mich alles so unreal. Das ist alles so künstlicher arbeiteter Scheiß. Da gibt es Überschriften, die rein nichts mit dem Artikel zu tun haben. Einfach nur um... Das machen wir YouTuber ja auch. Wir nennen unsere Videos ja auch. Was weiß ich, angekotzt beim Sex oder bei so einem Kram. Ja. Es ist ein bisschen traurig so, dass die Leute auch so sensationsgeil sind, so, dass so Sachen ziehen. So. Weil wenn ich sowas lese, so eine Überschrift, weiß ich direkt so, ach, das hat überhaupt nichts mit dem Artikel zu tun. Ja, meistens ist es so. Ja. Und das ist so ein bisschen so, was einmal gesagt ist, das nehmen die Leute auch so an. Die Leute glauben auch immer nur das, was sie wollen. Mhm. Man kann über dich sagen, was man will. Es ist egal, ob es stimmt oder nicht. Die nehmen es so, weißt du? Sag mal, kannst du eigentlich normal auf die Straße gehen oder wirst du die ganze Zeit belagert? Belagert jetzt nicht unbedingt, aber ich kann so schon nicht mehr auf die Straße gehen. Also ich werde auf jeden Fall immer erkannt, also immer so. Und machst du dann mit jedem Fotos immer oder sagst du manchmal so, nö? Doch, ich mache eigentlich, also wenn die nett zu mir kommen und sagen, okay, können wir ein Foto machen, mache ich ein schnell Foto. Aber wenn man dann halt mal irgendwie aussieht wie ein Stück, was weiß ich, ne? Dann hat man auch nicht so wirklich Bock, oder wenn man einfach nur einkaufen geht, so, weißt du, du machst dich ja nicht fertig fürs Einkaufen, und da nervt es schon ein bisschen, ja. Also es ist schon eine Zeit lang hat man das natürlich übelst gefeiert, die ersten 2 Jahre, da denkt man sich so, boah, ich werde erkannt, Alter, ich bin bekannt, bla bla bla. Jetzt wird es langsam so, boah, muss nicht sein, oder gerade nicht, oder wir können uns ja auf ein Fan-Treffen treffen mäßig oder so. Es nervt, also es schränkt den Alltag schon ein bisschen ein. So, ihr Lieben, das war's mit meiner großen Laienserie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich total über ganz viele Daumen hochs, neue Abos und Kommentare von euch. Und ich hoffe, ihr klickt bald wieder rein. Bis zum nächsten Mal.